Gut, dann jetzt noch das letzte beiden. Das letzte beiden, alles klar. Und die Gegner nerven wieder. Obwohl, wir könnten doch hier auch schon rein. Aber, Grundy halt nicht. Geht weg! Perfekt. Und noch eine große da in der Mitte. Grundy kann gleich durch die Pflanzen gehen. Das stimmt, Grundy. Geschafft! Die Pflanze zieht sich zurück! Grundy, kannst du etwas sehen, das wir gegen Brainiac einsetzen können? Solomon Grundy, das hoffen! Solomon Grundy wird jetzt erstmal ein bisschen graben. Ui! Oh. Ich hab was gefunden! Boah, der hat sogar ein Rad gefunden. Da hat uns dein Hoffen wohl geholfen, Grundy! Das war nichts als Glück. Grundy hat nicht nur Glück, Grundy hat sogar Hilfe von euren Freunden. Das stimmt, wir helfen dir gerne, Grundy. Guck mal, Grundy ist sehr sympathisch geworden. Du entkommst hier nicht! Gern hätte ich dieses Schiff. Komm raus, Brainiac! Es sind ja so viele! Mehr zu lieb haben! Ich nehme es mit allen auf! Lass mir ein paar übrig! Das ist der echte Brainiac! Er kommt! Bald wird Gotham eine weitere winzige Stadt in meiner Sammlung von Städten aus anderen Welten sein. Wir müssen uns beeilen. Beeilen? Meine Spezialität! Meine! Keiner handelt schneller als ich! Schnell wie der Blitz! Naja, bisher ist Brainiacs Sammlung eher gering. Steht dir, weil er hat ja fast nichts. Also seine Lanterns, die sind doch auch schon weg, oder? Habe ich ja was verpasst. Okay, wie können wir ihn angreifen? Erstmal hier hinten gucken. Oh, 10.000er Münze. Die habe ich doch gesehen. Apropos Green Lantern. Wir bräuchten vielleicht deine Hilfe, um das hier zu graben. Aber anscheinend bist du nicht da. So, erstmal alle Ecken hier überprüfen. Für deine Münzen. Kann ich das Ding jetzt hier angreifen? Nee, bekommt die ganze Zeit Schaden. Als ob das so gefährlich ist, wenn man auf seinen Arm raufhaut. Hä, aber als ob ich ja wirklich nichts machen kann. Au. Ich bekomme doch die ganze Zeit Schaden. Warum wird das mir die ganze Zeit anvisiert? Der winkt doch die ganze Zeit mit seinem Arm. Ich kann aber nichts machen. Oh. Naja, irgendwas muss ich da hier finden. Wo ich hinten? Wow. Ich bin auch die ganze Zeit solche Teile hier rum. Muss ich hier hinten was machen? Nein. Ach, jetzt hat das was gebracht. Och man, das hätte man mir auch vielleicht irgendwie sagen können. Na gut, okay, wir sind jetzt ein bisschen weiter. So, da baue ich einen Raketenanzug. Komm, mach. Da oben kann ich wieder hochfliegen. Der Band macht sein komisches Weltraum. Raumschiff, da irgendwie Geräusche. Geschafft! Wo ist jetzt unsere Belohnung?
Freu dich mal lieber nicht zu früh, Flash. Stimmt, Laserfeuern, das ist so. Ja, Alter, was soll denn das jetzt hier? Wir könnten deine Armbänder brauchen. Aua. Ich will mal helfen, hier die 100% hier zu schaffen. Sind nicht noch Münzen oder so? Alter. Die Gegner verfolgen mich wieder. Die Gegner sind so lässig. Jawohl, das wusste ich. Ich kann ja nichts machen. Jawohl. Junge! Entweder sind das die Gegner oder dieser fucking Strahl. So, jetzt mach endlich mal. Wo soll ich den hinlesen? Ah, auf seine Zähne. Oder? Ich bin dran, ich bin dran. Ja. Das ist meine Show. Was ist seine Show? Okay, oh, jetzt müssen wir was mit Flash machen. Ja. Jetzt geht doch mal aus dem Weg. Ja, ich muss. Drück mal die falsche Taste. Ja, jetzt. Ist das der Wayne Tower? Gute Arbeit, Flash. Danke, ich habe die Steine vom Flash Tower verwendet. Du meinst Wayne Tower? Bin mir sicher, er heißt Flash Tower, denn er gehört mir. Green Lantern. Er lebt. Wie wunderbar. Oh ja, ich bin so froh, dass er am Leben ist. Umarmung gefällig? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ein Zombie. Und ich dachte, er wäre tot. Aber alles gut ausgegangen. Was ist denn mit allen los? Lange Geschichte. Lass uns zum Wachturm zurückkehren. Was ist mit Brainiac? Er kommt schon klar. Also, ich finde, das war das eine der schlimmsten Level, weil die am Ende einfach gar nichts gesagt haben und du nicht wusstest, dass du diese leuchtenden Arme da abschießen musst mit Wonder Woman. Woher soll man das denn bitte wissen? Ich fand's echt ein bisschen kacke erklärt. Na gut, Geschichte fortsetzen. Pass auf, wo du hintrittst. Da drin leben 22 Millionen Leute. Brainiac hat die Energie in unseren Ringen durch ein Kristall gebündelt. Oh, ich habe ein Stück davon. Sieht spitz aus. Zu klein, um irgendetwas ausrichten zu können. Ganz ruhig, Wonder Woman. Wäre einfacher, wenn sie nicht nach ihren Gefühlen handeln würden, habe ich recht? Griesgrämigkeit ist aber auch ein Gefühl. Wenn wir einen vollständigen Kristall hätten, könnten wir mit Hilfe der Lantern die Erde wiederherstellen. Ich kann versuchen, mit den Kristallen in meiner Festung der Einsamkeit eine Kopie zu erzeugen. Entzückend! Wir brauchen die Macht der anderen Ringe. Wo könnten die anderen Lantern sein? Die Explosion hat mich nach Oa geschickt, der Quelle meiner Energie. Schätze, die anderen sind auch auf den Herkunftsplaneten ihrer Ringe gelandet. Blue, Indigo und Violet sollten kein Problem sein. Wie willst du Schurken wie Sinestro, Atrocitus oder Lovelies zum Helfen überreden? Vielleicht müssen wir das gar nicht. Wenn wir ihre Batterien anzapfen können, kann ich Duplikate der Ringe herstellen, die für kurze Zeit funktionieren. Aber wie sollen wir nur an sie rankommen? Körpertausch ist ja geil. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich glaube eher nicht. Darin sieht meine Hüfte viel zu breit aus. Ich bin Batman. Green Lantern, wir nehmen dich gefangen und liefern dich deinen Feinden aus. Wenn wir nah genug dran sind, lenken wir sie ab, damit du dir die Batterie schnappen kannst. Grundy auch helfen? Er ist ziemlich stark. Und auch klug. Wir nehmen ihn mit? Viel Glück! Hoffentlich passiert ihnen nichts. Wehe, meinem Outfit stößt was zu. Ich liebe meinen neuen Look. Ich bin Batman. Dann kommt ihr wohl am besten alle mit mir zur Festung. Dieser Humor, Alter. Oh, Junge, Junge. Wo geht's denn als nächstes hin?
wahrscheinlich halt nach Ohr. Da kratzt du mich sehr, sehr ans Ohr. Was sind das jetzt für Level? Sind das also Bonuslevel? Die blaue Hoffnung. Jailhouse Knock. Das war wieder der Gier. Okay, das war jetzt das Bonuslevel. Voller Zorn. Ist das auch ein Bonuslevel? Ja, es ist so verwirrend, welches. Nee, warte mal, ich glaube. Das hier oben sind halt alles die Hauptlevel. Und wir müssen jetzt eins von den vier entscheiden. Ne, es sind sogar fünf. Dann gehe ich mal zu diesen roten, weil ich bin Rot-Fan. Yep. Yes, Maul. Wirklich nicht herausfinden. Hey, in diesem Fluss ist jede Menge Himbeermarmelade. Sogar ziemlich leckere. Die Quelle ist dort drüben. Wow, sieht es hier wütend genug aus? Tja, Atrocitus und der Rest der Red Lantern stehen nicht gerade auf Yoga. Vorsicht, Leute, fallt bloß nicht in das rote Zeugs. Na, es ist doch nur Tomatensuppe. Lecker. Die Red Lantern wollen uns aufhalten? Das ist so ärgerlich! Gut, wir sind anscheinend im Red Lantern-Gebiet. Der Schutzschild sieht aus, als würde er von den Manhuntern stammen. Was? Wie der Martian Manhunter? Nein, sie waren eine Roboter-Spezies, die von den Wächtern erschaffen wurde. Genug mit dem Geschichtsunterricht. Wir müssen da rein. Und die ganzen Kostüme, die sie sich da angezogen haben. Also sie sind ja... Die Rollen, die sie sich getauscht haben, finde ich so geil. Oh, warte mal, 10.000 Münze. Jo! Wie schnell bin ich denn auf 40% gekommen, oder wenn ich das so richtig gesehen habe? Gut, dann graben wir ein bisschen. Oder bohren. So, dann können Green Lantern erstmal was erschaffen. Was ist das? Achso, ein Dietrich. Eine Brechstange. Ja, ja. Jawohl. Das müssen wir kaputt machen, oder? Boom. Die sind auf jeden Fall willkommen. Das merke ich doch direkt. Ja, ich habe mich, glaube ich, für das Richtige entschieden. Also. Das als erstes zu machen, ist auf jeden Fall gut gewesen. Nee, aber wirklich rot. Red Lantern. Das wird wahrscheinlich richtig geil. Es gibt ja 5 Stück davon. Red Lantern, Yellow Lantern. Ich weiß nicht, ob wir auch ins Green Lantern gehen. Da bin ich noch ahnungslos. Dann noch Lila Lantern. Was habe ich noch gesehen? Orange Lantern, oder? Ach, das muss ich kaputt machen. Das Schiff hier. Gut, bitteschön. Hä? Achso, da noch in der Mitte. Jetzt komme ich da an das Minikit dran. Hat da irgendjemand die Fähigkeit? Nein. Nein, okay. Wollte ja nur mal fragen. Epische Musik hier im Hintergrund. Hallo. Ich seh das halt nicht. Aber kannst du jetzt das bitte kaputt machen? Guck mal, das ist irgendwie nicht kaputt. Machen. Warum macht das denn nicht kaputt? Doch ein Laserstrahl.
Na gut, er will nicht. Dann will halt nicht. Grumpy! Ja? Muss mal hier eine Wand zerstören. Grumpy, macht schon. Dankeschön. Oh, Alter, wir können zwei gleichzeitig aushebeln. Das ist ja geil. So. Die können wir uns bauen. Hat jemand einen Leuchtenanzug? Ah, ne. Green Lantern macht das schon. Irgendwie muss er jetzt hier die ganze Sache machen. Aber er kennt sich damit auch sehr gut aus. Das ist selbstverständlich, dass er das hier alles führen muss. Und er ist ja auch einer dieser Lantern. Aber ich kann das hier wirklich nicht mit meinem Strahl auflasern. Und wer stirbt denn da im Hintergrund? Grumpy ist sauer und macht das jetzt hier kaputt. Nein, du sollst dich nicht in eine Murmel verwandeln. Ja, auf jeden Fall bauen wir jetzt wieder so einen Hebel. Das sehe ich direkt. Ah, so ein krasser Hebel. Eine Sprengeranlage. So rote Pflanzen rauslassen. Ah, damit Grumpy wieder arbeiten kann. So, Grumpy geht jetzt erstmal unter die Erde. Oh nein, nicht schon wieder. Ich hab wieder das Fahrrad gefunden und wieder einen Einkaufswagen. Und so ein verdammter Bohrer. Mit Dynamit, Alter. Ah, das soll ich nicht kaputt machen? Okay. Warum folgt von einem Wurm den so komisch? Okay, der geht jetzt unter die Erde und jetzt, was macht er dann? Ah! Stealth-mäßig. Ey, was machen die schon wieder hier? Hatte ich mich Green Lantern. Oh, schön mit dem Hammer. Fast da! Die rote Batterie ernährt sich von Wut, also entspannt euch. Okay? Wie soll ich mich entspannen, wenn ich voll von der Wut der roten Laternen bin? Das ist doch dämlich! Hey, nicht Rage quitten, okay? Ja, dann gib mir aber nicht so viele Gegner. Sonst werde ich ziemlich sauer! Ich sollte aufhören mit diesen behinderten Witzen. Wie ist Grumpy hier schon hergekommen? Der da ist übersprungen. Robin? Hast du noch deinen Stab? Na, zum Glück. Oh, wir haben Charakter freigeschalten. Diese Red Lantern-Wachen. Komm ich da rüber? Ja, springe. Ich probier's nochmal. Hä, hey, aber irgendwas verhindert mich da. Ist irgendwie so eine unsichtbare Wand oder so. Wir probieren es von hier. Ah, jetzt hat's geklappt. Wieder was zum Graben. Aber wir bohren lieber. Ein Minikiff. Supi. Okay, wir bekommen hier diese Pflanzen weg. Das. Warte mal, da ist doch was runtergefallen, oder? Ach so. Wir können die einfach so kaputt machen, okay. Ja, nee, dann ist doch alles gut. So, Grumpy ist jetzt sehr sauer. Na, da kann man hoch. Oder auch nicht. Hä? Nee, da ist was runtergekommen. Ich dachte, jetzt geht's da so zum Wasserfall. Obwohl, es ist ja kein Wasser, es ist so... rote Pampe. Könnte auch so rote Brause sein. Rote Brause habe ich mal als Kind so gerne getrunken. Ich weiß noch, jeden Tag.
Hey, hol doch das Minikit. Hm. Traut er sich nicht. Brauchen wir wieder diesen Tauchanzug. Okay. Oh, nicht treffen lassen. Kommt er jetzt nochmal runter? Okay. Doch, da kommt er nochmal. Er wurde nicht getroffen. Ich bin beruflich ein sehr guter Schatzgräber und habe schon zig Male die Indiana Jones Filme geguckt. Deswegen weiß ich sowas in- und auswendig. Bumpy macht jetzt immer Ambush-Action. Wir haben gleich 100%. Komm schon, das wird das erste Mal sein, wo wir 100%. Ja, das schaffen wir eindeutig. Ich sehe da hinten sogar so eine lilane Münze, wenn ich das richtig sehe. Hier gibt es auch noch ein paar Münzen. Ja, wahrer Held, endlich mal. Das erste Mal, wo wir endlich wahrer Held geworden sind. So, wie kommen wir jetzt hier durch? Ach, da. Gut, und beim wahren Held bekommen wir immer so einen goldenen Stern noch dazu. Für die 100% ist das natürlich toll. Aber ich würde sagen, wir werden erst die Welt erkunden und danach die ganzen Levels komplett machen. Oh, da war noch ein Minikit drinne. Und jetzt hier drinne kommen wir bestimmt noch weiter. Ey, ich bekomme hier richtig Durst auf rote Brause. Ich habe mir das auch letztens wieder geholt. Und es hat echt nicht schlecht geschmeckt. Geschmeckt. Wieso brauche ich aber nur 50.000 für wahrer Held? Das ist irgendwie bei Level. Bei jedem Level anders. Es wurden Eindringlinge entdeckt. Sie haben bereits einige unserer Streitkräfte besiegt. Erbärmlich! Ich werde euch die wahre Macht der entfesselten Rage zeigen! Habt ihr das gehört? Was war das nun? Ärger. Du Atrashidos! Er ist ja wütend. Au. Nee, nicht lasern lassen. Nein. Jetzt muss ich zum Glück nicht auf Münzen achten. Hey Brudi, was hat denn das jetzt gebracht? Zeig dich jetzt! Statt deine komischen Dimensionen da reinzuschicken. Komm, jetzt machen wir was Sinnvolles. Was ist das? Ein Bison. Oh! Lol, ich kann es reiten! Ah, ganz ruhig. Komm runter. Alles wird gut. Kann ich es wieder reiten? Nee, das Laser wieder. Hör auf! Au! Jetzt ist er wütend. Ja, ich merke schon dein Hass. Er wird stärker. Seine Konzentration wird immer weniger. Nein, jetzt hüpft er wieder hier. Aber ich kann ihn wieder kontrollieren. Oh, jetzt Ruhig. Drück ich auf A? Ja, ich drück A. Ich spiele halt mit dem PS4-Controller, aber der zeigt Xbox-Zeichen an. Ah. Nein.
Nein. So eine krasse rote Farbe. Kannst du jetzt mal was machen? Ah, das hätte ich mir schon denken können. Jetzt kontrolliere ich dich wieder. Oh nein, davon ist Minikit. Schnell runter. Oh, Baby. Ich muss das Minikit noch schnabbeln. Nein! Grundy, trag Hell auf deiner Schulter. Okay, aber auch mit planen will. Wer bist du? Wer ich bin? Nennt mich einfach den Joker. Und ich bin Lex Luthor, der gewiefteste Schurke unseres Universums. Kein Held in Verkleidung. Und ich bin Cheetah. Was wollt ihr? Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern du, deinen Erzfeind, Green Lantern. Oh, das war ich. Zu doll gezerrt, als ich ihn geworfen. Was wollt ihr dafür haben? Wir wollen deine Hilfe beim Erobern der Erde. Glaubt ihr, ich verschwende meine Zeit auf einem so dämlichen Planeten wie der Erde? Wir wollen deine Zeit nicht verschwenden. Nur übergib uns das Kommando, dann kannst du gehen. Dafür will ich mehr haben als einfach nur Green Lantern. Wir sollten mal essen gehen. Lieber verhungere ich. Komm schon, du dämliches. Komisch. Als ich wütend wurde, habe ich die Lantern bekommen. Hörst du mir überhaupt zu? Ach, weißt du, vielleicht brauchen wir deine Hilfe ja doch nicht. Was? Es war ein Spaß. Dann habt ihr nur meine Zeit verschwendet? Findet ihr das witzig? Ja. Ihr habt mich sehr wütend gemacht. Mehr als sonst. Müssen wir schnell noch abkauen. Aber endlich haben wir hier mal wahre Held bekommen. Aber ich glaube, das war auch viel einfacher, weil das Level viel kürzer war. So, jetzt haben wir noch 4 Lanterns vor uns. Da haben wir gut ausgetrickst. Das war eine hervorragende Leistung. Sorry, Adam West, aber du warst nirgendwo zu sehen. 2 Minikits. 1 hätte ich noch holen können, aber... war zu spät. Gut. Dann Geschichte fortsetzen. Was war denn das gerade für eine Szene? Okay, dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge die weiteren Lanterns holen und die Kräfte für uns einsammeln. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und die flitzenden Läufer wünschen euch einen schönen Tag noch. Oder ein Tschüss.